Ja, moin Leute, willkommen zur nächsten Folge von Minecraft History. Heute in der Version 1.10.2. Ich muss erstmal kurz erstmal wieder umstellen. So, Zoom. Springen auf Y. Dann passt das. Okay, jetzt sind wir halt in der 1.10.2. Als erstes machen wir erstmal so ein kleines Shell. Halt mir so ein paar neue craften oder genau. Wir machen das kurz mal eben. Wie viele Versionen habe ich denn noch vor mir? 1.10 brauche ich. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, also 6 Schilder brauche ich noch. 6 Stück. Mache ich ja schon hier Sonne, das stimmt. Mache ich da 3 raus. Wirklich gut. Dann schauen wir noch jetzt hin. Minecraft Wall Version 1.10.2. Heute ist der 15.02.2020. Alles klar. So eine Reihe hier, ne? Das war das Schild hier von Infiv. 22. Juni. Krass. Hier haben wir so eine große Pause zwischen. Zwischen der Beta 1.4 und 1.6.5. Von der komplette Oktober keine Folge. Danach war es auch wieder schwierig. November bis Dezember. War ein bisschen Pause hier zwischen. Seit dem 25. kommt wieder regelmäßig, ne? Krass. So. Okay. Ich wollte was machen, und zwar wollte ich eine Rennstrecke bauen. Game Mode 1 mache ich das natürlich. Da brauche ich so mehr Platz. Okay, wo machen wir dann mal Start und Ziel? Ich sagen hier so rum. Gell? Dann brauchen wir natürlich noch eine Ampel, ne? Item Frame. So. Jetzt noch roten Farbstoff für die Ampeln. Ne? Mache ich jetzt mal 5. Das sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Dann machen wir hier die Rennstrecke. Mit Werbebande. Zumindest ein bisschen halt. Schon dieses Spinner-Java-Update, ey. So. Eine lange Ziel, Startziel gerade. Warum nicht? Das passt. Dann kommt natürlich die Kurve hin. So. Ja, Staffel Kurve auf jeden Fall. Mach ich mal so Treppen noch hinzu. Messen die hier. Das können auch am besten. Und da ja, geht's auf jeden Fall hier lang. Ich baggiere das mal auf die andere Seite hier wieder. Wobei die Kurve auch ein bisschen länger noch ziehen, die gerade, oder? Ich will nicht um diese Insel rumziehen. Schön lange gerade. So. Ich bin auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Streckenbauer.
identische Kurve wieder hinten eigentlich, ne? Ist auf jeden Fall hier lang. Dann ist noch so eine kleine Rechtskurve nochmal. So. Perfekt. Jo. Schöne Links-Rechts-Schikane. Vielleicht ein kleines längeres Stück einfach mal. Ist noch Tintenfisch unten. Und ja, dann machen wir eine kleine Haarnadel. Oder so ein bisschen halt. Von der anderen wäre glaube ich zu eng oder so, oder? So, ne, ist halt doof jetzt. Der ist falsch. Der muss so. Sehr gut. Dann machen wir so eine kleine schnelle Links oder so. Das ist zu eng, ne? Dann müssen wir die noch einmal anwarten und dann so. Zack, 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 zack. Jo. Sehr gut. Wirklich gute Strecke auf jeden Fall. So. Noch schon bei 7 Minuten. Okay. Sehr gut. Schön links nochmal. Ja, geile Randstrecke. Da haben wir so ein kleines gerade Stück. Warum nicht? Muss also schon ein bisschen Gas geben können. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt langsam halt hier hin. Ups. Naja, erstmal so. So, nochmal ein weiter. Zack. Way, hier schon mal so aus. Ja, hier fehlt die Strecke. Und dann müssen wir das noch wieder ein bisschen weiter. Machen wir einfach gerade so, ne? Ich glaube, muss hier vier schon einlenken, ne? Das ist halt hinten Pass. Und dann mal gucken. Ja, genau, das passt ja. Perfekt. Sehr gut. Ich mache nochmal den Abschluss. Sieht dann auch gerade Strecke.
Ich war ein bisschen enger als sonst. Auf der Meisterstrecke. Mal gucken, wie gut wir da mit dem Boot drauf fahren können. Das werden wir dann mal testen. Wenn ich das jetzt zu weit, ne? Mal gucken, geil, da muss er noch. So. Immer noch nicht. Nie. Hier muss er schon hin. Zumindest muss es gehen, ne? Genau. Wirklich super. So. Darf ich sagen, wer ist es gewesen? Ich mache ein Thumbnail. Haut rein, Leute. Und ciao.